Die Auszeichnung Riegel Kultur bewahren wird vergeben an Einrichtungen, Personen, Institutionen, die sich um das Bewahren und sichere Präsentieren von Kunst und Kulturgut verdient gemacht haben. Und das war der Grund, den Preis ins Leben zu rufen, denn es gibt für das Erschaffen von Kunst jede Menge Preise, aber interessanterweise nichts für das Bewahren von Kunst, jedenfalls keinen dotierten Preis. Und das will der Riegel leisten. Er will eine Lücke schließen, um aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist, Kunst und Kulturgut zu erhalten und für andere Generationen zu bewahren. Der Riegel geht an drei Damen, Frau Schöne, Frau Siegel und Frau Dormann, die gemeinsam einen Sicherheitsleitfaden Kulturgut entwickelt haben. Dieser Sicherheitsleitfaden Kulturgut dient dazu, dass Kultureinrichtungen, also Museen, Archive und Bibliotheken, spartenübergreifend, prüfen können, checken können, auf einfache Weise, wie der Stand ihrer Sicherheit ist hinsichtlich mechanischer Sicherheit, hinsichtlich klimatischer Sicherheit und anderer Dinge, die für das Bewahren eben von Belang sind, die wichtig sind, damit Bücher, damit Gemälde, damit Archive auch künftig funktionieren können. Der Riegel Kulturbewahren ist jetzt 2016 erstmals vergeben worden und soll in den künftigen Jahren wieder vergeben werden, regelmäßig. Dazu wird es eine Jury geben, die Projekte auswählt, die dann geehrt werden. Vielleicht auch mehrere Preisträger in einem Jahr, das wird man sehen. Ist ein Preis, der langfristig am Markt sein soll, langfristig wirken soll und Initiativen würdigen und unterstützen soll.